Hallo, geht's wieder, Exi? In Squad mit der Wannabe the Boshi. Immer noch im Metal Gear Solid Gebiet. Momentan mit 30.000 und 7 Toten. Den gerade mit eingerechnet. Ja. Was soll man da noch sagen? Ja, in der letzten Folge haben wir eine äußerst nervige Stelle hinter uns gebracht, nämlich die, wie ich sie nannte, Stachelklemme. Eine Stelle, die unter anderem offensichtlich aufgrund der Bildrate Schwierigkeiten bereitete. So. Und jetzt befinden wir uns in diesem Raum. Ich schätze mal, dass die siebte Welt insgesamt gar nicht mehr so lange gehen wird. Ich schätze mal, dass nach diesem Raum hier noch ein, zwei Räume folgen werden und dann... Dann war's das für diese Welt. Ah, okay, das habe ich vorher nicht gesehen. Ich denke aber, dass wir durch diesen Raum hier in absehbarer Zeit durchkommen werden. Das ist nun wirklich vergleichsweise leicht. Und völlig unabhängig davon, wie viele Versuche ich jetzt hierfür brauchen sollte, es ist vergleichsweise leicht. Einen Moment. Ich habe es jetzt geöffnet. Ich überlege nur gerade, wie ich das machen muss. So, wieder herunter. Da drüben ist auch nichts. Das Problem ist, ich muss da oben in dem Feld hängen bleiben anscheinend. Das fällt mir gerade noch nicht so in den Kopf rein. Ah, die Uhr natürlich standardmäßig wieder nicht im Auge gehabt. Allerdings nehmen wir noch nicht lange auf. Ich rechne mal... Okay. Ich rechne mal damit. Und natürlich merkt man hier auch wieder, wie toll es ist, mit Boshi in so ein Loch zu fallen. Andererseits könnte es natürlich auch sein, dass ich diese untere Stelle da völlig falsch interpretiere. Und... Ich müsste eigentlich gar nicht da unten auf die Plattform drauf, sondern könnte direkt hochspringen. Auf der anderen Seite... So, runter mit dir. Das war dumm. Nee. Ich muss bloß diese Stelle da unten nochmal verstehen. Mal verstehen. Dann sind wir durch diesen Raum auch so gut wie durch. Boshi und durch sowas durchfallen. Es ist ja immer wieder... Ja, da ist halt wieder das Problem, ich sehe nicht, was los ist. Hier verstehe ich auch nicht so ganz, was dieser Block da links eigentlich soll. Der hier, da links. Ach so, man könnte sonst hier hochspringen. Ah. Das ergibt natürlich Sinn, dass man sich da ein bisschen absichern möchte. Er scheint ja ziemlich gründlich gewesen zu sein, was die Kontrolle solcher... Tricks betrifft. Aber dass ich irgendwelche Speedrun-Techniken hier hernehme, das ist, wenn es vorkommt, bloßer Zufall. Das ist schon blind, keine Sorge. Ich glaube, wenn ich gewusst hätte, was hier auf mich zukommt, dann hätte ich nicht auf dem Schwierigkeitsgrad gespielt. Oh nein.
dann hätte ich nicht auf dem Schwierigkeitsgrad gespielt. Ich zieh's zwar jetzt. Ich habe jetzt zwar vor, dass ich es bis zum Ende durchziehe, aber. Na? Meine Güte. Hätte ich's gewusst. Sekunde mal. Wenn ich so springe, ist es offen. Muss ich mir mal merken. Wenn das offen ist, wenn das zu ist, ist es offen. Möglicherweise ist das einfach der Fehler, den ich gerade die ganze Zeit mache. Dass ich diese Bewegung, dass ich da das ganz falsch im Kopf habe. So, jetzt ist das offen. Das ist einfach das Gegenteil von dem Äußeren da, genau. Merken wir uns das mal. Das war komisch. Da war ich nicht ganz Herr der Lage. Ach, bin ich das jemals hier? Ja, zwischendurch tatsächlich. Zwischendurch maße ich mir das tatsächlich an. So. Jetzt erstmal. Jetzt ist es quasi zu. Moment. Das heißt, wenn ich jetzt springe, mache ich das da oben auf. Ich verstehe noch nicht so ganz, was der Macher hier von mir will. Weil letzten Endes das, was ich da jetzt gerade verstehe. Das ist ja dann im Endeffekt ein Glitch. Weil ich ja dann in dieser Plattform drin stecke und wenn ich da von da aus dann zur Seite springe. Augenblick mal. Diese Stacheln, die sich da bewegen. Wieso sehe ich die im unteren Bildschirm nicht? Wieso sehe ich die hier unten nicht? Wenn ich jetzt hier runter gehe. Die sind hier nicht. Ach da, okay. Okay. Hat sich schon. Ja, okay. Erledigt hat sich's nicht. Ich meine, die sinken halt dann quasi immer in den Stein rein. Das Einzige, was ich mir jetzt noch denken kann. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss. Ist mir überlegen, okay, wir haben da unten diese blaue Steinzeile. Da haben wir drei Stacheln. Das heißt, ich muss da zwischen den beiden Stacheln nach oben springen. Damit ich da möglichst viel Platz habe. Immer dieses, hey, du musst auch eine Ahnung haben, was außerhalb deines Bildschirms passiert. Also eine Weitsicht haben, die gar nicht da ist. Herrlich, herrlich, herrlich. Fast so toll wie im World of Warcraft-Gebiet mit den Tauren. So, also. Irgendwas stimmt doch da nicht. Ich meine, das ist drei solche Blöcke vom Rand entfernt. Ich muss mir das da mal unten ansehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das jetzt richtig im Kopf habe. So. Drei davon entfernt? Nee. Wir haben hier diese vier Stacheln, genau über diesen Blöcken. Dann haben wir hier die drei Stacheln. Genau. Die sind nicht ganz so angeordnet wie die unteren Stacheln hier. Beziehungsweise, wenn ich in diesen Block da reingeraten würde. Ich müsste ja normalerweise dann stecken bleiben. Normalerweise schon, aber auch nur wenn ich ihn treffe. Wir sind fast durch den Raum. Es ist bloß dieser Schluss, den ich da gerade noch nicht so ganz verstehe.
Sekunde, wenn wir das so anordnen, wir haben dann quasi hier überall einen Stachel, wo hier einer nach oben zeigt. Moment, da muss ich ja hier. Muss ich ja hier. Ich blöd, Moment. Stacheln sind ungefähr so dick. Wenn ich noch wenigstens wüsste, wo ich wieder drauf gehe, aber nee, ich sehe wieder bloß, ja, da sind gar keine Stacheln da und du bist aber trotzdem tot. Genau dasselbe wie in dem Raum vorher. Auch wenn ich drauf gehe, bewegt sich hier alles stur weiter. Ja, das war natürlich sehr klug. Ich weiß jetzt halt auch nicht, wo ich mich befinde, wenn ich in den anderen Raum reingerate. Wenn ich wieder hier oben reingerate. Das ist das nächste Problem. Ich weiß halt nicht, wo ich mich da befinde. Und zwar jetzt rein höhentechnisch, weil die Sicht da erst noch sich ändern muss. Dieses Umschalten war früher schon tödlich. Komm, Boschi, mach mal. Stelle ich mich aber an hier. So. Jetzt so oft genau denselben Mist gemacht, dass ich nichts anderes mehr kann. Den Mist da drüben halt auch nicht, natürlich, aber ich kann halt weder das eine noch das andere. Schluss mit der Ausredenssuche. Kümmere dich mal lieber darum, dass das Ganze hier mal wird. Ah, ja, jetzt genau. Jetzt ist genau das passiert, was ich vorher meinte. Das ist aber ein Glitch. Tut mir leid, das ist ein Glitch. Dass ich da dann so in der Plattform drin bin und mich mit nach rechts und links bewegen, wieder nach oben bewegen kann, das ist ein Glitch. Da, das ist ein Glitch. Und Welt 7 ist geschafft. Und an dem Tor erkenne ich schon, ist es nicht Mega Man, es ist der Yellow Devil. Was denn sonst bei I Wanna Be the Boshi? Hallo Yellow Devil. Komm her. Ach nee. Ist tatsächlich Wileys Maschine aus dem ersten. Oh. Und es ist doch Mega Man. Und ich kann ihm Schaden machen. Der hat nur 90 Lebenspunkte. Was ist das denn? Ich weiß, ich könnte wieder den Teleporter benutzen, aber irgendwie. Na komm. Teleporter! Wir sind beim Endgegner und ja. Wenn er mir gefallen soll, war es ja klar, dass Mega Man ist. Was denn sonst? Ihr kennt ja von mir gar nichts anderes. So. Einfach nur mal kurz. Das war Mumpitz. Ah, jetzt haben wir die schöne Fahrstuhlmusik. Muss ja nun, kann ja nur nochmal betonen. Wenn die länger läuft, ist sie wirklich sehr, sehr schön. So. Ah, und er landet doch auf mir. Okay. Da war ich mir nicht mehr ganz sicher. Das brauche ich gar nicht zu versuchen. In Ordnung. Okay. Wie will ich denn anfangen? Okay. Nein! Nein! Na! Na! Es ist alles zusammen, was ich mir jetzt in den letzten Tagen überhaupt ausgemalt habe.
Es ist Mega Man. Es sind die nervigen anderen Gegner. Aber hey, Leute, ihr habt recht. Der Boss gefällt mir jetzt schon. So rein optisch auf jeden Fall. Also was der da gerade macht, ist doch nicht schwierig. Stelle ich mir ihn gerade so an. Das ist zu wenig Entfernung. Und das, was da im Hintergrund läuft. Es ist zwar was Elektronisches, es klingt aber so, als könnte es mir gefallen. Schade. Auf der anderen Seite. Verstehe schon, worauf das hinausläuft. Soll es also laufen? Na gut. Wieso zerspringt das Ding jetzt auf einmal in 5? Lass doch Mega Man's Titelmelodie endlich mal anfangen. Mensch, ist alles eure Schuld. Wieso schieße ich denn einen Schuss überhaupt noch? Bringt doch nichts. Das Schlimmste ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Boss auch wieder mehrere Phasen haben wird. Okay. Kleinen Moment. Gucken wir uns doch mal an, was hier sonst noch so passiert, bevor mich hier wieder was überrascht. Ach so. Okay. Das heißt, bei dem hängt es auch wieder vom Schaden ab. Na, herrlich. Ich habe keine andere Wahl. 90 Lebenspunkte ist eigentlich nicht viel, ne? Was soll eigentlich die Lebenspunkteleiste da oben? Hey, er hat getroffen. Oh, ich sehe es gerade. Der einzige, dem ich wirklich schaden mache, ist Mega Man. Das ist nicht nett. Ich kann nur Mega Man schaden machen. Und alle anderen haben eine Lebenspunkteleiste. Warum hat er so wenig Lebenspunkte? Aber gut. Ich meine, auf einen Mega Man Boss. Ich habe drauf gewartet. Ich habe ja drauf gewartet.
Knapp über die Hälfte. Ja, aber Eggman ist auch im Original Mega Man Spiel richtig nervig. Oh, ernsthaft? Oi, oi, oi. Mir kommt da die Musik gerade gar nicht mehr so laut vor. Ich überlege, ob ich hier die Musik vielleicht wieder lauter drehen soll, weil das Lied hier lauter hören, das ist ja wohl... Da habe ich Lust drauf. Na komm doch, Eggman. Der hingegen war scheiße. Das Problem ist, ich kann die Einleitung bei ihm nicht mal wirklich überspringen. Ja, genau deswegen. Kommt schon, Leute, das wird ja sowas von ekelhaft. Wie viele Lebenspunkte hat der denn? Fast. Aber das ist eine wesentlich bessere Taktik, was ich da gerade gemacht habe. Okay. Ne. Ist ausbaufähig, aber ich glaube, das ist längerfristig die klügere Entscheidung. Mega Man. Ach ja. Muss einen richtigen Takt reinkriegen. Wie viel denn noch? Mensch, ich habe ihn immer fast tot und dann will er nicht mehr. Ich muss das ins Gefühl reinkriegen, aber das krieg ich, das krieg ich.
Nee. Ich sag mal, bei dem Boss hier fühle ich mich schon mal wesentlich mehr zu Hause als bei den anderen. Woran das nur liegen könnte. Trau mich wetten, dass die Trefferkiste bei diesen Elegman-Angriffen nicht genauso ist wie beim Original-Elegman. Die beim Original-Elegman, die hat sich ja bewegt. Das tun die hier garantiert nicht. Ich weiß jetzt schon, dass mir dieser Anfangston sehr bald auf die Nerven gehen wird. Doppelsprung, keine schlechte Idee. Wie diese Blitzangriffe dann einfach zerbrechen. Ach ja, Anbei, bitte eine Meldung. Habe ich das Level komplett, also abgesehen von... Abgesehen von World of Warcraft Gebiet natürlich, aber das Gebiet selber. Habe ich da alles. Wie schwer ist es, da zu springen? Bin ja gespannt, wie viele von den Gegnern ich zerlegen muss, bis ich überhaupt zu mal Mega Man wieder verwunden darf. Da oben wartet halt auch noch eins von Wileys Gefährten. Moment, da oben war ja einer. Saß da gerade Wily drin? Nee, das ist Mega Man. Das wird mir zu wenig Platz. Anderen Seite, ja, vielleicht schad ich Mega Man ja dadurch, dass ich die anderen erledige. Keine Ahnung, sehen wir ja dann. Wenn ich irgendwann mal Elegman erledige, warum auch immer, Mega Man da oben ohne Hut, also ohne Helm sitzt, keine Ahnung.
Und da haben wir ein. Ja, klar, du. Habt ihr eigentlich vollkommen aneinander Waffe? Klar doch, Ringman, Bombman, schmeißt mir doch alles vor die Füße, vor allem Ringman. Den habe ich ja vermisst. Oh. Aber klar. Wahrscheinlich hatte der Werteersteller. Na komm. Darf ich langsam mal? Also komm, da bin ich jetzt drauf gegangen wegen dem Hänger. Aber naja. Gut, beim nächsten Mal bekämpfen wir Mega Man und seine Kumpanen, warum auch immer. Ich bin Xi, das war's von der Wannabe The Boshi für heute. Bis dann, Leute. Ciao.